Diese beiden Herren gehörten vor 50 Jahren zum legendären Rest von Leipzig. Der damalige Chemietorhüter Klaus Günther und sein Freund Wolfgang Krause, der ehemalige Abwehrspieler. Beide fanden sich 1963 wieder bei den Aussortierten, die als neu zusammengestellte Mannschaft der BSG Chemie den Ostfußball völlig auf den Kopf stellte, entgegen aller Prognosen. Die Leipziger Volkszeitung hat da geschrieben, der Rest von Leipzig wird als Absteiger mitgehandelt. Der ehemalige Keeper kann sich noch gut erinnern, wie die Mannschaft von Trainer Kunze immer wieder angestachelt wurde, zum Beispiel vor dem ersten Derby in Leipzig. Und dann hat unser Alfred Kunze nur gesagt, Jungs, geht raus. Auf der anderen Seite stehen eure Kumpels von vor Wochen, wo wir noch mit einer Mannschaft gespielt haben. Das sind die Besseren und ihr seid die Schlechteren. Geht raus und zeigt's denn. Und dann haben wir 3-0 gewonnen. Mai 1964, Hochstimmung in Erfurt, Chemie führt im letzten Spiel. Mit dem Schlusspfiff ist die Sensation perfekt. Klaus Günther und seine Kameraden werden gefeiert. Bewegende Bilder auch in der Kabine. Männer, ein herzliches und tief empfundenen Dank. 2,5 Jahre später trifft Chemie im Europapokal auf Standard Lüttich. Nach dem Rückspiel in Belgien kratzt Klaus Günther in Amsterdam die Kurve. Wir saßen hier nebeneinander im Flieger. Und ich merkte, je näher wir hier zu einem Flughafen kommen, desto unruhiger wurde er und zappelte und schaute aus dem Fenster. Klaus Günther will sich den Traum von der Bundesliga erfüllen und trifft wenig später im Büro der Flughafenpolizei die Entscheidung seines Lebens. Na, da sagt er, da unten stehen ihre Kameraden, die warten noch auf sie. Sie können noch einsteigen. Da haben sie das Flugzeug zur Seite geschoben und haben mich immer noch gesucht im ganzen Flughafengebäude. Nach seiner Republikflucht wird Klaus Günther für ein Jahr gesperrt. Erst dann geht sein Traum in Erfüllung. Bei Borussia Dortmund hütet er 39 Mal das Bundesliga-Tor. Die Kameraden von Chemie trifft er erst nach der Wende wieder. Vor wenigen Tagen feierten sie das Jubiläum, 50 Jahre Meisterschaft.